Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Gibt wieder ein Video. Die Post war da. Und die Post hat dieses Mal sich etwas länger beim Zoll aufgehalten. Zollbeschau. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Wir gehen mal runter auf den Tisch. Dann gucken wir mal, wie man das Paket aufkriegt und was aus dem Paket rauskommt. Also. Ab geht's. So, das Paket war jetzt beim Zoll. Theoretisch, wenn ich den Zollaufkleber wegmache, soll ich das Paket eigentlich aufkriegen. So, dass ich immer mal ein Messer oder irgendwas brauche. Ja, sieht gut aus. So. Mir sind nämlich Einweg-E-Zigarette zugeschickt worden, dass ich die mal testen kann. Ich weiß, dass jetzt viele natürlich schimpfen, oh, Einweg und hin und her. Aber da muss ich jetzt tatsächlich sagen, leider ist das der Zeit momentan einfach geschuldet, dass solche Dinger relativ stark am Markt vertreten sind. Von mir jetzt halt unbedingt nachvollziehbar, weil es einfach günstigere Alternativen gibt. Aber es ist halt leider nun mal so, dass sowas halt einfach ist. Man muss da nichts können, man packt das Ding aus, kann das dann praktisch dampfen, anstatt rauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Aber man muss halt auch letztendlich immer bedenken, es ist immer so ein Akku mit drin. Und man schmeißt dann nachher nach der einmaligen Benutzung oder nach den 600 Paps, was das Ding eigentlich erreichen sollte, den Akku nachher auch komplett weg, was dann eigentlich eher von Nachteil ist. Und was natürlich auch unnötig Geld kostet, und da kann jetzt ihr eigentlich nur appellieren, dass man sich doch da irgendwas anderes kaufen soll. Aber zum das Ganze mal ausprobieren, ob das eurem liegt, sind die Einweg-Dinger natürlich, haben die irgendwo Daseinsberechtigung. Solange es gekauft wird, wird es die Dinge auch immer noch geben. So, was haben wir denn für verschiedene Geschmacksrichtungen? Meint einmal Mango Eis, Strawberry Eis, Blueberry Raspberry, Crispy Apple, Banana Eis und Rainbow. So, davon würdet mir jetzt eigentlich zwei Sachen anmachen. Das wäre das Mango Eis und das Banana Eis. Deswegen würde ich sagen, eins davon probieren wir jetzt gleich mal. Ich glaube, ich probiere mal das Bananeneis. Packen wir das Ding mal aus, dann gucken wir mal, wie viel Umverpackung das letztendlich dabei ist. Wie das Ganze aussieht. Wir haben hier auch eine Kurzanleitung dabei, aber an der Kurzanleitung steht eigentlich so gut wie nichts drauf. Also halt ein Beipackzettel, was man halt drauf machen muss. Das ist das Abfülldatum. Das heißt, wir haben hier gar kein Mindestbarkeitsdatum drauf. Ich muss jetzt auch sagen, ich weiß gar nicht, ob es die eigentlich inzwischen schon in Deutschland gibt. Das Paket ist auch schon aufgerissen. Okay. Vermutlich hat die Zoll das schon mal aufgemacht. Weil die Schauer wolltet, was das überhaupt ist. Vermute jetzt einfach mal. Kann ja bei dem auch mal reingucken, ob mir das auch so aufgemacht war ist oder ob jetzt gerade das einzige verwischt kann. Ja. Also der Zoll hat scheinbar nicht alle aufgemacht, aber auf jeden Fall das Banane haben sie aufgemacht. Die andere schaue jetzt natürlich nicht nach. Ich weiß nicht, ich mache jetzt erstmal hier vorne das Mundstück sauber.
dass da irgendein Zollbeamter dann denkt hat, er probiert das mal aus. Dann ist hier so ein Silikonstöpsel drin. Da muss man natürlich vor der Benutzung entfernen. Und dann nehmen wir da mal einen Zug dran. Und da bin ich mal gespannt, wie intensiv das denn eigentlich vom Geschmack ist. Also da muss jetzt sagen, schmeckt gar nicht schlecht, das ist nicht so komplett überdosiert, zumindest mal nicht das Banane, wie man es eigentlich von der Elf Bar kennt. Roulade ist auch noch recht zurückhaltend. Geschmacklich, die Banane. Recht gut drauf, würde ich sagen. Das schmeckt jetzt nicht wie eine frische Banane, sondern es gibt da so Bananenchips, so getrocknete Banane. Und so den Geschmack hat es in etwa. Sehr wenig Colada drin und eigentlich auch sehr wenig Sweetener drin. Also echt sehr, sehr angenehm zum Dampfer. Aber von Einwegzigarette ist man es eigentlich schon gewohnt, dass die geschmacklich echt richtig gut sind. Formfaktor ist klein, handlich. Wenn man das jetzt mal mit der 11 Bar vergleicht, auf jeden Fall um einiges kleiner wie die 11 Bar, dafür etwas dicker. Formfaktor finde ich gar nicht schlecht. Wenn ich das mit meiner kleinen Manik vergleiche, ja, im Prinzip so groß wie die Manik. Das ist eigentlich mein Lieblingspot-System, aber leider ist das von Motofa aus dem Programm genommen worden. Ich kriege auch gar keine Ersatzcoils mehr her oder Ersatzpots. Und Mundgefühl auch gut. Ob man die dann nachher öffnen kann, zum Wiederbefüllen kann, das wird wahrscheinlich dann immer separate Video kommen. Ich werde jetzt erstmal leer dampfen und wenn er zu deine restliche Sorte ein Geschmacksreview von mir möchtet, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Vorhin ist eigentlich nicht, aber wenn da Interesse besteht, mache ich das natürlich gern. Das erste, das Banane, das schmeckt echt richtig gut. Das ist nicht aufdringlich, das ist nicht übersüßt, da ist nicht zu viel Colada drin. Das finde ich jetzt schon mal gar nicht schlecht. So, da das jetzt ja nur ein Video gibt, die Post war da, würde ich das Video an der Stelle auch beenden. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Yes.